Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute ist es wieder soweit. Es gibt meine Neuerscheinungen für den Monat Juli. Und ich habe mir da so einige coole rausgesucht und die würde ich euch jetzt einfach mal zeigen. Es kann sein, dass ich ein bisschen hier durchhetze, weil ja, meine 32 GB Speicherkarte ist kaputt, mit der ich normalerweise drehe. Es liegt diesmal wirklich nicht an meinem Akku. Und ja, jetzt habe ich eine 4 GB Speicherkarte da drin und die geht wirklich sehr, sehr schnell voll. Und ja, deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Das erste Buch, ich habe die übrigens wieder nicht chronologisch geordnet. Es tut mir sehr leid, ich versuche das beim nächsten Mal zu machen. Obwohl die erste Ordnung ist schon so ein bisschen chronologisch, aber danach nicht mehr, weil ich da noch welche gefunden habe. Und die habe ich noch dazu geschrieben. Also am 1.7. erscheint schon direkt das Buch Zerrissen zwischen den Welten, Band 3 für 16,99 Euro. Ja, da es Band 3 ist, kann ich nicht viel dazu sagen. Das ist, glaube ich, dieses Buch aus dem Ravensburger Verlag. Und ja, ich wollte da das erste Mal lesen. Das wollte ich mir nämlich letztes auf der Buchmesse kaufen, aber da konnte man das Buch irgendwie nicht kaufen, auch nicht an dem Sonntag. Und ja, deswegen habe ich es auch noch nicht gelesen, aber ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es sich lohnt, diese Reihe sich zu besorgen und zu lesen. Dann das zweite Buch erscheint am 3.7. und zwar ist das New York Diaries von der Charakterin Zoe. Und das kostet 9,99 Euro, beziehungsweise wird 9,99 Euro kosten. Und ja, da werden sich wahrscheinlich auch wieder einige drüber freuen. Ich habe die Reihe immer noch nicht gelesen. Ich habe sie jetzt zwar mittlerweile auf meiner Wunschliste, weil viele von euch mir gesagt haben, dass sie mir ganz bestimmt gefallen wird. Aber ja, gelesen habe ich sie noch nicht. Dann das nächste Buch, das ist ein Buch, da haben schon sehr viele drüber geredet, im englischsprachigen Raum, glaube ich. Das erscheint am 7.7. und ist The Hate You Give von Angie Thomas für 17,99 Euro. Ich weiß nicht ganz genau, worum es geht. Es geht, glaube ich, um ein schwarzes Mädchen, was halt auf eine normale Highschool geht, wo sehr wenige Schwarze sind, und irgendwann wird dann ihr bester Freund ermordet und da passieren dann irgendwelche ganz abstrusen Dinge. Ich weiß genannt, worum es genau nicht geht, aber es soll ein sehr, sehr gutes Buch sein, was einen auch wohl so ein bisschen zum Nachdenken anregt. Ich bin mal gespannt, ich gucke mal, ob ich mir das besorgen werde. Ich weiß es noch nicht, vielleicht irgendwann mal, aber direkt glaube ich noch nicht. Dann ein weiteres Buch, das erscheint am 10.7. und heißt Eine Prise Liebe von Kristen Proby für 9,99 Euro. Das ist wohl die Autorin, ist, glaube ich, wie ich gesehen habe, hat die mehrere solcher Bücher, und in diesem Buch geht es um Kami. Und ja, Kami hat ein Restaurant, was quasi ja ein und alles ist. Sie steckt da ihr ganzes Herzblut rein und alles, und dann taucht auf einmal ihre erste große Liebe auf und wirbelte alles ziemlich durcheinander. Der hat sie damals verlassen und deswegen möchte sie jetzt eigentlich ihn nicht mehr so richtig an sich ranlassen. Aber was da passiert und so, das muss man dann selbst lesen. Ich kenne die Autorin gar nicht. Ich habe noch gar nichts von ihr gelesen oder von ihr gehört, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe mir da mal so ein paar Rezensionen durchgelesen und die sahen eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ja, also wie gesagt, wenn euch das interessiert, dann schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Dann ein dritter Band, ja, dessen Reihe, ja, auch ziemlich viel gelesen wird. Ich kenne auch diese Reihe leider nicht, wollte ich ja mal lesen, habe ich aber nie. Komischerweise, es erscheint auf jeden Fall am 10.7. und es geht um Schwert und Flamme und es ist, wie gesagt, Band 3 und wird 12,99 Euro kosten. Ich habe mir mal sagen lassen, die Geschichte ist so mit, ja, hat so ein Pocahontas Touch. Es geht, glaube ich, um Mädchen, die sich irgendwie als Jungen gibt oder so. Ich weiß es wirklich nicht, es ist echt peinlich gerade, aber es war irgendwie so, weil ich fand, das hörte sich ziemlich cool an. Aber irgendwie habe ich das damals nicht mehr weiterverfolgt. Dann erscheint von der Wellington-Saga der zweite Teil am 17.07. und der wird 12,99 Euro kosten, genauso wie der erste auch. Es geht, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ob es wieder neue Charaktere sind oder die alten. Ich lese mir das, wie gesagt, nicht durch, vor allem nicht bei Reihen, die ich sowieso noch lesen möchte, und die Wellington-Saga gehört auf jeden Fall dazu, weil ich schon ein paar gute Meinungen gehört habe, weil ich hatte ein bisschen Angst, aber ja, das
muss natürlich auf jeden Fall noch bei mir einziehen. Deswegen wollte ich mir den Klappentext nicht durchlesen und mir damit die Reihe versauen. Das habe ich nämlich schon so oft gemacht und das ist echt doof. Dann so, ich glaube, mein Highlight für den Juli erscheint am 21.07. und ist Wie das Feuer zwischen uns von Brittany C. Cherry. Ich finde die Autorin grandios. Ich habe Verliebt in Mr. Daniels von ihr gelesen und Wie die Luft zum Atmen und fand die Bücher beide große Klasse. Die haben mich voll zerstört und deswegen freue ich mich einfach unglaublich auf dieses Buch. Und ja, es wird auch wieder 13 Euro oder so kosten, 12,99 Euro, irgendwie sowas. Dann erscheint auch am 21.07. Ich habe nämlich jetzt ganz viele Bücher, die am 21.07. erscheinen, nämlich Saint, ein Mann, eine Sünde von Katie Evans. Und ich überlege gerade, was Katie Evans geschrieben hat, weil mir dieser Name wirklich sehr, sehr bekannt vorkommt, aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es wieder so eine New Adult Geschichte. Ich weiß nicht, worum es genau geht. Ja, ich weiß nicht, worum es genau geht. Es geht halt wieder um zwei Leute, die ja eigentlich gar nicht zusammenpassen, aber irgendwie nicht also ohne einander können. Und ja, ich überlege schon, ob ich mir das holen werde, weil ich im Moment voll auf New Adult Lust habe. Das reizt mich momentan total. Ich lese es total, also ich lese es allgemein das ganze Jahr lang mega gerne, aber irgendwie im Moment noch lieber. Dann erscheint am 21.07. auch True North, schon immer nur wir. Das wird 12 Euro kosten. Das ist allerdings der zweite Teil von dieser Vermont-Saga, heißt die, glaube ich. Oder Vermont-Reihe, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall ist es der zweite Teil. Ich glaube, der erste Teil war ja so ein bisschen umstritten. Ich habe mir den Klappentext mal durchgelesen. Ich konnte ehrlich gesagt nicht wirklich was damit anfangen. Also es war jetzt nicht unbedingt was ich so in mein Beuteschema was so in mein Beuteschema reinpassen würde. Aber ja, ist ja nicht schlimm. Und mich hat auch übrigens das Cover überhaupt nicht gereizt, leider. Ich finde, das ist immer so ein Cover kann immer voll viel zerstören. Wenn das Cover schlecht aussieht, dann, ja, dann spricht das Buch einfach einen nicht an, obwohl es eventuell gut sein könnte. Und das ist echt blöd. Dann, jetzt kommt nämlich der Wischwasch in den Daten, aber egal. Am 24.07. erscheint die Diamantkriegssaga Band 3, war es, glaube ich, ja genau, für 17,99 €. Da kann ich euch leider überhaupt nichts zu sagen, weil ich mir weder den Klappentext vom ersten Teil durchgelesen habe, noch weiß, worum es da geht. Also ich habe wirklich gar keine Ahnung, worum es geht. Ich glaube, es ist so ein High-Fantasy-Zeugs. Ich weiß auch gar nicht. Ich meine, die Leute fanden es gut, aber wie gesagt, es erscheint jetzt der dritte Band. Also falls ihr irgendwie darauf hingefiebert habt, dann ja, jetzt ist es endlich soweit. Ihr könnt weiterlesen. Und genauso ist es auch mit These Broken Stars. Und zwar der dritte Teil, der vierte Teil. Nämlich geht es da um Sophia und Gideon. Das erscheint am 28.07. Und ja, wird 19,99 € kosten. Ich gucke übrigens immer hier runter, weil hier ist mein schlauer Laptop. Und ja. Dann das nächste Buch erscheint auch am 21.07. Das heißt Mit dem Herz durch die Wand von Mariana Zapata. Das wird 10 Euro kosten und das Cover finde ich eigentlich wirklich, wirklich schön. Also es würde mich persönlich jetzt total ansprechen, aber der Klappentext irgendwie nicht. Es geht um Vanessa Mazer und ja, die hat bei sich die Kündigung eingereicht. Mein Vater fängt wieder an zu sorgen, das macht er immer, wenn ich drehe. Hat bei sich am Job die Kündigung eingereicht, ja, weil dieser Football-Superstar, ja, sie arbeitet eigentlich bei ihm als Assistentin, aber ist quasi so der Bimbo für alles und deswegen kündigt sie. Und ja, plötzlich steht dieser Football-Star bei ihr vor der Tür und macht ihr einen Heiratsantrag. Es klingt einfach total komisch und ja, also der Klappentext, wie gesagt, hat mich jetzt nicht so angesprochen wie, mein Speicher gerade ist leer, hat mich jetzt wirklich nicht so angesprochen wie, ja, das Cover. Ja, mein Speicherakku war gerade schon das erste Mal voll. So, jetzt geht's weiter. Ich habe nicht mehr viele. Das ist echt doof. Aber ich wollte das Video heute unbedingt abdrehen, weil, ja, wenn ich morgen die Speicherkarte besorgt habe, danach muss ich arbeiten und das wird noch doofer. Auf jeden Fall erscheint auch am 21.07. ein weiteres Buch, was wahrscheinlich sehr viele von euch interessieren wird. Und zwar geht es um Simona Armstedts neues Video, Ein ungezähmtes Mädchen. Das wird 10 Euro kosten und ich finde das Cover so, so, so schön. Ich glaube, es ist mehr so ein historisches Buch. Das weiß ich gar nicht so genau. Ja, Simona Armstedt hat ja schon viele, viele Leute mit ihrer Die Erbin-Reihe da
überzeugt und ich habe die Erbe noch nicht gelesen, aber ich möchte sie doch unbedingt lesen. Ich habe die ja hier zu Hause, ich habe die ja bei Avell bekommen, beziehungsweise mittlerweile bekommt man, glaube ich, alle Bücher aus dieser Reihe bei Avell. Und ja, das ist jetzt ihr neues Buch. Wie gesagt, das Cover finde ich sehr, sehr schön. Ja, es ist halt sowas Historisches, aber ich fand, das hörte sich sehr cool an. Ich habe jetzt nur gerade leider den Klappentext hier nicht. Ich habe nämlich gerade extra geguckt, aber als ich mir durchgelesen habe, war das was echt Cooles. Geht halt um ein Mädchen, die wohnt, glaube ich, bei ihrem Onkel oder so. Und ja, verliebt sich halt in einen Mann. Aber ihr Onkel hat schon andere Pläne mit ihr. Und das hörte sich wirklich cool an und ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Dann das nächste Buch, was erscheint, ist am 17., also erscheint am 17.07. und heißt Rock My Dream. Ich habe ja Rock My World oder so, wie hieß es denn jetzt? Rock My Heart habe ich ja gelesen, das war der erste Band. Da hat mir so lala gefallen, aber ich glaube, ab dem zweiten Teil wird es wirklich besser. Und ja, Rock My Dreams ist jetzt der vierte Band und ich glaube somit auch der Abschluss dieser Reihe und wird 12,99 € kosten. Und ich finde die Cover dieser Reihe wirklich sehr, sehr schön. Ich, schleiche auch immer so an den anderen Bänden vorbei, aber irgendwie hoffe ich ja noch, dass die mal irgendwie auf Avell online kommen und ich mir die dann da kaufen kann. Aber ja, ich bin wie gesagt sehr gespannt. Dann erscheint wieder ein Buch mit einem, wie ich finde, sehr schönen Cover. Und zwar ist es Schicksalsbringer von Stefanie Hasse. Stefanie Hasse hat ja, glaube ich, diese Book Elements Reihe geschrieben. Das Buch erscheint auf jeden Fall, also ihr neues, am 24.07. und wird 16,95 € kosten. Hier geht es um Kira. Und als Kira noch ein kleines Mädchen war, hat sie, ich glaube, auf einem Jahrmarkt, genau, von einem Mann eine Münze bekommen. Hat sich aber nichts dabei gedacht. Jahre später findet sie beim Aufräumen dann diese Münze wieder und verletzt sich daran. Und ja, von da an steht dann Kiras Leben so ein bisschen auf dem Kopf, denn plötzlich sind zwei neue Jungs auf ihrer Schule, nämlich Phoenix und Hayden, genau. Und ja, dieser Phoenix ist total unfreundlich, arrogant, so der typische Bad Boy, wie wir es natürlich kennen. Und er erzählt ihr irgendwas davon, dass er jetzt bei ihr bleiben muss und ihr Beschützer ist oder so. Ich finde, es hört sich cool an. Ich finde das Cover cool und ich glaube, das ist so ein Buch, was es wahrscheinlich wieder in meine Einkaufstüte schaffen wird. Ich bin ja im Moment immer so ein bisschen kritisch, auch bei neuen Büchern. Vorher habe ich mir die ja immer direkt sofort zugelegt, auch wenn sie mich jetzt nicht so doll interessiert haben, aber das mache ich ja nicht mehr. Aber Schicksalsbringer von Stefanie Hasse interessiert mich schon, hört sich sehr interessant an. Und ja. Und als letztes ist doch noch ein Buch, oder? Ich meine, irgendwas hatte ich noch. Ja, genau, ein Buch habe ich noch. Und zwar von Terry Infiziert. Das wird 19,95 € kosten und erscheint im Juli. Aber ich weiß nicht, wann im Juli. Also irgendwann im Juli. Nur da stand nichts bei, komischerweise. Ich hoffe, es erscheint im Juli. Ich will euch jetzt hier nicht irgendeine Vorfreude bereiten, die ich dann total zerstöre. Aber ja, es ist wieder, glaube ich, so eine typische Terry-Geschichte. Es geht wahrscheinlich wieder um irgendein Virus infiziert. Hier steht auch, unaufhaltsam schleicht dich der Tod von Haus zu Haus, von Stadt zu Stadt. Und selbst wenn er dich verschont, wirst du nie wieder sein wie zuvor. Ich kenne von Terry nichts, weil mich ihre Bücher nicht so sehr ansprechen. Ich glaube, das ist nicht so mein Genre. Aber viele, viele mögen diese Bücher. Ja, sie hat ja auch dieses Zerrissen und so, glaube ich, geschrieben, heißt das. Ja. Das war es eigentlich auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das sind die Neuerscheinungen, auf die wir uns so im nächsten Monat freuen können. Wie gesagt, ich freue mich total auf Wie die Luft zum Atmen oder Schicksalsbringer von Stefanie Hasse. Interessiert mich auch sehr. Es sind ein paar Bücher bei, die mich schon so ein bisschen ansprechen. Ich weiß noch nicht, welches ich mir holen werde. Also Wie die Luft zum Atmen auf jeden Fall. Das wollte ich dann auch wieder zusammen mit der lieben Gabi lesen, aber ja, was ich mir sonst so hole, weiß ich nicht. Und ansonsten schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was so eure Neuerscheinungs-Highlights sind, auf was ihr euch am allermeisten freut. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!